Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick and Dirty Startup Guide zu der F-14 Tomcat, heute auf dem Flugzeugträger. Letztens kam der Pilot dran, heute kümmern wir uns um Rio, wie kriegen wir die Kiste hochgefahren und aligned und das auf dem Flugzeugträger, ohne viel Tamtam, ohne Testschalter oder sonstigen. Dazu habe ich euch meine Rio Startup Carrier Liste unten in der Videobeschreibung mit beigefügt. Fangen wir einfach an. Als allererstes brauchen wir mal wieder Intercom und Oxygen. Zack, zack, erledigt und schalten dann die Schleudersitze ein, die Sicherung rein, unseren auch und mit links STRG und C gedrückt halten. Schließen wir die Haube. Vorne der Schalter ist nicht gesenkt. Vielleicht kommt das noch in Zukunft. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man die Möglichkeit hat. Dann WCS mal wieder auf Standby setzen und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Data Link. Data Link muss auf On. Und wir brauchen die richtige Datalink-Frequenz 32070 vom Flugzeugträger. 3 ist immer vorgegeben, da brauchen wir noch die 7. Und Kane's Waypoint einschalten. Und das war's. In rund 10-15 Sekunden ist hier dieses Display an, das TID und das Flugzeug wird automatisch aligned. Können wir mit Housekeeping beginnen. Liquid Cooling. Nach links, wenn wir keine AIM-54 dabei haben, rechts, wenn wir welche haben. Wir haben keine dabei, also nach links. Tarkan einschalten. Transmit Receive. Dann wieder das Radio. 2 nach rechts. 1 nach rechts. Merkt euch das einfach, dann ist das am einfachsten. Oder setzt euch Hotkeys. Ansonsten passt das hier. Armament Panel, das passt auch soweit. Wir haben keine Sidewinder, wir wollen nichts Besonderes direkt. ADI uncagen, einmal hier lang gehen, dann wieder auf die rechte Seite. RWR auf On, DECM können wir direkt auf Repeat. Wir wollen hier, wir verstrahlen im Spiel ja keinen. Wir können dann IFF auf On setzen. Countermeasures brauchen wir jetzt hier nichts. Und wir sind quasi durch mit Housekeeping. Wir könnten jetzt hier schon Kontaktdata, könnte schon irgendwelche Waypoints eingeben, ein bisschen Blödsinn machen. Wir müssen jetzt einfach nur warten und geduldig sein. Wenn dann gleich das Alignment durch ist, gehen wir dann hier wieder in Love Mode auf Ins und befinden uns dann gerade gemäß Liste bei Punkt 19, Punkt 18. Einfach mal kurz warten. Ich habe hier wieder das Alignment gestort. Es geht dann einfach deutlich schneller ab der ersten Stufe. Jetzt dann rucki zucki komplett durch. So, da springt er. Und herzlichen Glückwunsch, wir sind aligned. Das wollen wir so nehmen. Love Mode auf Ins. Und wir sind quasi durch. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, Magva Heading einzugeben, aber wenn sich der Flugzeugträger bewegt, ist das halt ein bisschen unsinnig. Wir haben es zwar auf dem Kneeboard stehen, macht aber halt größtenteils keinen Sinn, solange wir auf dem Wasser sind. Von daher überspringen wir den Punkt. Wir müssen halt WCS jetzt noch auf On setzen und IATV auf On setzen und dem Pilot Bescheid sagen. Ready for Taxi, wir sind durch. Und das war's. Knappe 4 Minuten und in diesem Sinne, das war's von meiner Seite aus. Ich melde mich ab. Servus.